Anlegerfalle, erfolgsabhängige Gebühren bei Investmentfonds und Vermögensverwaltungen. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Nullzinsen, Inflation, der Bedarf an Anlagestrategien, vorzugsweise natürlich aktienorientiert, steigt massiv an. Wir stellen aber auf der anderen Seite auch fest, dass viele Anleger sich nicht im Detail mit der sauberen Herleitung der Anlagestrategie beschäftigen. Insbesondere auch die Gebührengestaltung muss in vielen Fällen kritisiert werden. Und wir schauen uns das Ganze zunächst mal an, auf welcher Ebene ein Berater eingeschaltet werden kann und welche unterschiedlichen Dienstleistungen das sind. Wir sehen hier zunächst auf der Ebene 1, das ist die Anlegerebene. Hier die Finanzplanung, Erstellung einer Vermögensbilanz, Liquiditätsplanung, bei etwas mehr Vermögen die Vermögensstrukturierung, auch die Diskussion darüber, ob eine Familiengesellschaft sinnvoll ist oder eine Familienstiftung im In- oder Ausland. Und das natürlich auch wieder verknüpft mit den Themen Nachfolgeplanung und Generationenberatung. Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Also das, die Ebene der Finanzplanung, das hat noch nichts damit zu tun, welche Finanzprodukte gekauft, welche Anlagestrategien oder Vermögensverwalter gewählt werden. Und wenn man die Ebene 1 abgeschlossen hat, was aus meiner Perspektive immer die unabdingbare Voraussetzung für gute und langfristige Anlagestrategien ist, dann geht es um die zweite Ebene. Sie können das hier nachvollziehen. Auf Ebene 2 betrachten wir die Allokation nach Vermögensklassen. Also welche Prozentsätze des Vermögens sollen in Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Private Equity und Ähnliches investiert werden. Innerhalb dieser Vermögensklassen stellt sich natürlich die Frage, wie verteilt man das am geschicktesten? Sind es Faktoransätze? Sind es regionale Verteilungen? Sind es Branchenverteilungen? Also hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven auf die Vermögenswerte zu schauen. Und dann natürlich Risikomanagement und das Thema Markttiming. Wenn wir uns also klar sind, dass das die verschiedenen Ebenen sind und die verschiedenen Dienstleistungen, für die ein Anleger, ein Berater oder ein Verwalter entlohnen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir damit im Kontext der erfolgsbezogenen Vergütungen? Diese erfolgsbezogenen Vergütungen, auf Englisch Performance Fees, fallen typischerweise immer auf der Ebene 2 an, sofern sie erhoben werden, also auf der Ebene der Anlagestrategie, das ist die Vermögensverwaltung oder auch innerhalb von Investmentfonds dementsprechend. Und was wir aktuell deutlich feststellen, ist, dass hier viele Konstruktionen und Gebührendarstellungen sehr nachteilig für die Anleger sind. Anleger erkennen dies in vielen Fällen nicht, weil die Herleitung der strategischen Vermögensallokation, also die Ebene 1, nicht sorgfältig durchgeführt wurde oder weil einfach auch die Erfahrung und die Fachkenntnis fehlt, das entsprechend einzuteilen. Ein Beispiel könnte sein, dass Sie beispielsweise eine aktienorientierte Strategie haben oder einen reinen Aktienfonds, der Ihnen gleichzeitig sagt, wir bekommen eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn wir einen neuen Hochpunkt erreichen, die macht 10-20% dieser Performance aus. Und wenn wir uns nun klar machen, wie Renditen entstehen, dann sehen Sie das ja typischerweise hier entsprechend dargestellt. Das ist das, was man eben auch häufig sieht, wenn erfolgsabhängige Gebühren vereinnahmt werden. Die beginnen dann quasi ab dem ersten Prozent positiver Wertentwicklung. Aber wenn wir diese Wertentwicklung zerlegen, dann stellen wir doch fest, dass im Regelfall ein Großteil dieser Wertentwicklung einfach nur die Risikoprämie ist, die beispielsweise dann entsteht, wenn Sie in Aktien investieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Moment mal kurz, warum zahle ich eine erfolgsabhängige Vergütung auf die Risikoprämie einer Vermögensklasse, die ich als Anleger ja ohnehin trage? Deswegen wäre es ja hier sinnvoll zu sagen, wenn eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wird, dann muss ich definieren, was ist der saubere Vergleichsmaßstab für diese Anlagestrategie. Für eine reine aktienorientierte Strategie wären das beispielsweise 100% MSCI World All Country oder MSCI World, vielleicht auch 50 Aktien global, 50 Aktien Europa, gegebenenfalls eine Schwellenländerkomponente. Und dann definiert man, dass wenn diese Benchmark überschritten wird und dann wird nur auf diese relative Differenz, also auf die Outperformance, das sehen Sie hier gegebenenfalls eine Performance Fee erhoben. Das Ganze bedingt natürlich, dass eine ordentliche Benchmark, ein ordentlicher Vergleichsmaßstab definiert ist, weil was definitiv nicht sachlich korrekt ist aus meiner Perspektive, ist, dass Anleger für die Risikoprämie, die sie ohnehin durch die Verteilung des Kapitals in diese Vermögensklasse investieren, tragen, auch nochmal entsprechend Performance Fee hier entsprechend tragen. Die Kostenbelastungen werden dann einfach zu hoch und meines Erachtens ist das etwas, das Anleger stark hinterfragen sollten. Wir sehen das nochmal an einem Praxisbeispiel und ich bitte Sie hier zunächst auf die
rechte Seite hier zu fokussieren. Wir sehen hier entsprechend zwei Darstellungen, eine Linie eben entsprechend in Rot, eine Linie dementsprechend hier auch in Blau. Was wir hier konkret in Blau sehen, ist die absolute Entwicklung einer Anlagestrategie. Sie sehen es hier im betrachteten Zeitraum, 3 Jahre, diese Anlagestrategie mit einem Aufschlag von knapp 23%, also absolut gesehen ein positives Ergebnis. Betrachten wir allerdings Rendite und Risiko dieser Strategie, was wäre der faire Vergleichsmaßstab aus unserer professionellen Perspektive, dann wäre das ein Vergleichsmaßstab aus 65% Aktien inklusive Schwellenländerkomponente und 35% globale Anleihen währungsgehedged. Sie sehen, die Benchmark ist dementsprechend hier oben. Die linke Seite zeigt Ihnen die relative Differenz, die Benchmark als Fixpunkt, die relative Entwicklung des Portfolios in Blau. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, die wesentlichen Treiber dieser Anlagestrategie, wie in Blau dargestellt, das ist ohnehin die Verteilung auf die Vermögensklassen. Im Selektion- und Timing-Prozess hat der Verwalter sogar einen negativen Beitrag geliefert. Dann wurden im Rahmen dieser Strategie auch noch Performance-Fees vereinbart, die zwar auf eine absolute Wertsteigerung anfallen, aber diese Wertsteigerung, wie gesagt, resultiert im Wesentlichen aus der Vermögensklasse. Und das zeigt auch mal, wie wichtig es ist, dass Sie eine vernünftige Benchmark, vernünftige Vergleichsmaßstäbe für Vermögen definieren, auch für die einzelnen Anlagestrategien definieren und dann im fortlaufenden Prozess schauen, verhält sich mein Vermögen und verhalten sich meine unterschiedlichen Anlagestrategien, seien es durch professionelle Verwalter, seien es durch eigene Entscheidung, im Rahmen dessen, was man erwarten würde. Das Ganze natürlich quantitativ auf der Rendite- und Risikoebene, da gibt es sehr viele Kennzahlen, viele Risiken manifestieren sich aber erstmal optisch nicht. Warum? Die sehen Sie nur, wenn es auch eine Preisbewegung gab, also muss man auf der quantitativen oder qualitativen Risikowertung noch die Ebene darunter gehen. Aber eins ist, glaube ich, hoffentlich sehr klar geworden, wir müssen wahrscheinlich alle deutlich sachwertorientierter investieren. Hierzu ist in vielen Fällen noch professionelle Unterstützung notwendig, aber eins sollte auch klar sein, die Gebührenstruktur sollte so sein, dass sie fair und angemessen ist. Und in meiner Perspektive sollten Anleger hier genau auf die Bedingungen ihres Vermögensverwalters schauen, auf die Bedingungen in den vermögensverwaltenden Fonds, weil was nicht angemessen ist, das sind aktienorientierte Strategien, bei der sie ab dem ersten Cent eine Performancegebühr bezahlen, dafür, dass sie als Anleger das Risiko der Anlageklasse tragen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das einige Anregungen für Ihre persönliche Praxis waren. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.